So, hallo zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr wisst auch, es ist Ostern. Bedeutet, der Shop wird ein wenig an Ostern angelegt. Aber bevor wir anfangen, erstmal, ich muss noch mal ein ganz großes Dankeschön sagen an alle, die zurzeit am Supporten sind, beziehungsweise die im Livestream dabei sind, die im Chat sind, die mit mir zusammenspielen. Also ohne Quatsch, es macht echt Spaß mit euch zusammen zu, ja, sagen wir mal, zu arbeiten bzw. zu spielen. Ist wirklich ein verrückter Haufen, den wir inzwischen sind. Es kommt mal einer, es geht mal wieder einer. Aber insgesamt kann man echt sagen, wir haben schon zusammen eine Menge Spaß, würde ich behaupten. Dem einen oder anderen mag es vielleicht nicht gefallen, aber wir können es nicht jedem recht machen, um Gottes Willen. So, wegen dem Skin, wegen der Skin-Verlosung, die unten im Titel steht. Ganz einfach, ganz kurz, simpel erklärt. Ich spiele Solo-Runden. Wenn ich diese Solo-Runde gewinne, verlose ich unter meinen Mitgliedern einfach einen Skin. Ist einfach nur ein kleines Dankeschön von mir. Falls ich halt, wie gesagt, einen Sieg hole, bekommt halt einer meiner Mitglieder halt einen Skin. Der letzte war Dark Raptor, das war vorgestern. Heute bin ich zweimal Zweiter geworden. Ja, sehr glücklich. Beziehungsweise unglücklich. Aber ich denke mal, da wird sicher noch irgendwas kommen. So, dann kurz bevor wir in den Item Shop reingehen. Es wäre nett, wenn ihr wieder meinen Creator Code eintragen würdet. YT-FamilyHack. Einfach ein bisschen Support wieder da lassen. Die Unterstützer sind ein wenig zurückgegangen, ist klar. Aber irgendwie müssen die Skins ja auch bezahlt werden. Aber ich hoffe, ihr kommt mir da ein bisschen entgegen und benutzt halt wieder meinen Creator Code. Ihr wisst auch, Support ist kein Mord. So, jetzt genug gequatscht, genug gebettelt, genug. Stimmt, ich habe noch gar nicht gesagt. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. So, jetzt gehen wir aber rein. Und Achtung, passt auf. Zack. Da ist einiges. Ihr fragt euch auch bestimmt, warum ich schon diesen den Fisch habe. Passt mal jetzt auf. Neues Emote. Achtung. Ich muss direkt wieder lachen. Klar, ich habe es eben schon gesehen im Livestream, aber ohne Quatsch. Guckt euch dieses Gehampel an. Das ist doch einfach zu krank, das Ding, oder? Und das nur als Fortbewegungstanz. Also für Ostern wirklich nice gemacht. Gut, weil er springt alleine. So, das ist erstmal das komplett neue Emote. Dann haben wir noch schwere Schritte mit drin. Wie der da guckt, der Skin. Aber ihr seht, ist schon im Besitz. Und wer war der nette Mann, der gespendet hat? Richtig, unser alter Hase, der Schleuderaffe, mit dem wir heute das erste Mal Dead Runs gespielt haben. Also war richtig lustig, der Livestream. Also können wir gerne wiederholen. Hat wirklich Spaß gemacht. Coco hat ihn sogar in der Hand genommen, hat ihm mal den Weg gezeigt. Aber es hat sich gelohnt. Also der Stream war echt nice. So, was haben wir noch im Shop drin? Genau, Hüpflama ist mit drin. Aber feiere ich persönlich jetzt nicht mehr so. Also da gibt es inzwischen bessere Dinge, würde ich sagen. Und dann haben wir die Zündkerzen-Künstlerin wieder drin. Natürlich mit passendem Rückenaccessoire. Aber ich weiß nicht, ich finde, die sieht immer so ein bisschen aus wie so eine Klempnerin. Also der Skin, naja. Aber heißt auch Schrott Bello, deshalb auch der Hund, wegen Bello. Aber ist nicht so ganz meins. Dann haben wir Popsternchen wieder mit drin. Ja, ist dann eher was wieder für die Mädels. Oder die leicht angehauchten. No homo, no front. Das ist schon nice. Irgendwie hat es doch wieder was Lustiges. So, und dann der Cloaked Shadow ist wieder drin. Den Skin feiere ich halt wirklich immer noch. Aber besonders halt das Rückenaccessoire. Jedes Mal, wenn er im Shop ist, auch diesmal. Ich bin eigentlich schon wieder überlegen, nur wegen dem Rückenaccessoire. Also nur die Flügel. Die sind so nice. Aber 1500 V-Bucks, naja. Die Frage ist halt, würde ich den Skin überhaupt spielen? Ich weiß es nicht. Aber zurzeit ist echt so. Also bei mir ist es zurzeit echt so, da ich sagen muss, mir gefällt fast jeder Skin. Und das ist ganz gefährlich in Fortnite. Wenn einem anfängt, jeder Skin zu gefallen, das ist echt. Hei, hei, hei.
So, dann fangen wir mal an. Der Finsterhase ist drin. Böse, böse, böse. Mit der Voodoo-Puppe hinten dran. Ja, das ist halt wirklich Geschmackssache. Ob man so einen gefährlichen Skin haben will oder nicht. Aber so an sich natürlich nicht schlecht. Ist natürlich Ostern, ne? Aber es gibt auch dunkle Seiten an Ostern. Und ihr wisst ja, ich bin eh ein bisschen dunkel angehaucht. Von daher passt das auch. Dazu gibt es natürlich noch die Stahlkarotte. Achtung. Achtung, man hört nichts. Das war es wieder komplett. Ton. Nee, Ton ist voll. Ist sie so leise? Hört man ja fast nichts. Ah ja. Dann gehen wir mal rüber. Pastella ist auch wieder zurück. Ja, ist okay. Aber was will man auch erwarten für 800 V-Bucks? Klar, wir haben schon bessere 800 V-Bucks-Skins, aber so schlimm ist er jetzt eigentlich auch nicht. Ist halt so ein mittelmäßiger Skin, würde ich sagen. Dazu natürlich die passende Pickaxe. Also okay, ist halt eine Osterpickaxe, ne? Also da dürft ihr jetzt auch nicht zu kritisch sein. Es ist Ostern, also ist halt wie an Weihnachten, dann haben wir halt die Weihnachtssachen, jetzt haben wir Ostern, also Ostersachen. Also da, aber jetzt, Achtung, wenn wir umspringen, jetzt wird's lustig. Da haben wir einmal die plüschige Rabauking drin, aber auch noch in der dunklen Variante. Dazu noch das Rückenaccessoire, helles Ei, dunkles Ei, aber natürlich geht es um den Skin. Also die dunkle Variante sieht schon nice aus. Dann auch mit dem, man muss ja nicht unbedingt das Ei nehmen, also das Ei feiere ich jetzt auch nicht so als Rückenaccessoire. Aber so sieht der Skin schon nice aus. Also mir gefällt er auch richtig gut. Ich glaube, Schleuderaffe hatten sich wahrscheinlich inzwischen schon gekauft. Weil er ist halt wirklich geil. Sieht halt aus wie in so den klassischen Horrorfilmen, wenn die Masken anhaben und hast du nicht gesehen. Das Ganze gibt es natürlich auch noch in der männlichen Variante. Einmal helles Ei, ein dunkles Ei. Aber das Wichtige ist halt, wie gesagt, der Skin. Und die dunkle Variante sieht einfach nice aus. Also da kann mir einer erzählen, was er will. Der sieht geil aus. Ist einfach so. Von hinten auch okay, aber von vorne. Aber wir dürfen wieder nicht vergessen, der Skin muss euch hauptsächlich so gefallen. Aber auch so geht der vollkommen klar. Also in der Lobby seid ihr damit auf jeden Fall ein Hingucker. Und nochmal, bitte meinen Creator Code wieder eintragen. YT-FamilyHack. Wird mich halt einfach unterstützen. Was ihr dann raus macht, ist natürlich eure Entscheidung. So, was haben wir noch drin? Genau, das komplette Deadpool-Paket. Ich muss sagen, man sieht sie wenig in der Lobby. Ich habe heute ein bisschen so rumgespielt, also man sieht sie echt fast gar nicht. Und ihr dürft auch nicht vergessen, die Skins werden so nicht wiederkommen. Inzwischen ärgere ich mich auch so ein bisschen, dass ich mir zum Beispiel Batman nicht geholt habe und so Geschichten. Da müsst ihr euch halt im Klaren sein, der Skin wird so nicht mehr wiederkommen. Das ist halt auch für mich so die Überlegung, ja, soll ich sie mir doch beide kaufen? Weil für 2000 V-Bucks beide Skins, ja, ist natürlich schon nicht schlecht, ne? Hier ist natürlich auch noch das ganze Paket. Beziehungsweise aber nur von den Emotes. Da ist noch der Hängekleider, den Schleuderaffe auch so feiert und die zu Pickaxe. Aber die zwei muss ich echt nicht haben, nicht unbedingt. Aber was auch sehr empfehlenswert ist, ist natürlich flott unterwegs. Also wir waren eben mit wie viel? 10 Mann? Doch 10 Mann waren wir in Creative unterwegs und 8 Leute hatten den. Also wer noch nicht hat, besorgt euch irgendwie 500 V-Bucks in Rette die Welt oder hast du nicht gesehen und holt euch das Emote. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem normalen Shop. Wir gehen jetzt noch ganz schnell rüber und rette die Welt, wo ich schon wieder leider sagen muss, es gibt keine V-Bucks-Aufgaben. Zurzeit ist rette die Welt wirklich tot. Da ist nichts zu holen, keine besonderen Waffen, keine Fallen oder Überlebende. Gefühlt rette die Welt zurzeit so, ach ne, lass das mal hinten dran. Aber wir gucken mal gerade, was für Lamas noch drin sind. Weil das habe ich nämlich noch nicht geguckt. Aber rette die Welt derzeit,
Da müssen sie schwer aufpassen. Waffentechnisch haben sie in letzter Zeit auch nichts Besonderes rausgehauen. Die Leute spielen halt echt noch mit sehr alten Sachen. Wenn die so weitermachen, können sie echt bald Rette die Welt wegschmeißen. Ist halt schade drum. Hat halt eigentlich schon Potenzial, aber sie sind langsam auf den absteigenden Ast, habe ich das Gefühl. Oh, es gibt 2-0. Oh, Upgrade Lama für 0. Für 0 V-Bucks. Also, wer noch Lamas braucht, da sind sie. 0 V-Bucks. Zack, noch was hält. Und noch eins. Also, alle, die Rette die Welt haben, geht auf jeden Fall. Oho, Gold. Oha. Oha. Ich habe immer so ein Glück mit den kostenlosen Upgrade-Lamas, ne? Och nö, ein Verteidiger. Och Mann, ich dachte schon. Aber egal, kann man mitnehmen. Auch der kann zum Zurückschicken. Gibt noch mal extra Blätter. Ach, Blätter sei schon Trainingshandbücher. Bei dem brauche ich wirklich nicht. Aber hat sich trotzdem wieder gelohnt. So, was haben wir da drin? Ah, den Roboter. Okay. Science Fiction Lamas, das normale, der Anführer wäre mir schon lieber gewesen. Vor allem, da zeigen sie gerade das Heilpad für 20 und die Licht. Genau dasselbe ist heute auch noch zu finden in den Missionen. Oha, auch hier hat sich der Shop geändert, okay. Aber nur die zwei, die drei ist, ne, die zwei kamen neu rein. Einmal Langohr Ben. Und Madame Adlerauge. Okay, auch nicht schlecht. Oh, mit Teddy? Was hat die für Werte? Warte, ne, Boni. Phasenwechsel, Eierbomben. Ah, okay. Muss ich auf jeden Fall kaufen. Das muss ich definitiv kaufen. Was hat er? Ne, Soldaten braucht man nicht. Okay, gut, dass ich reingeguckt habe. Ich habe nämlich gedacht, wäre gar nichts drin. So, dann würde ich sagen, war es das aber jetzt doch wirklich mal mit dem Shop-Video. Schon wieder ein relativ langes. Aber wie gesagt, gerne Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, falls du noch nicht getan hast. Gern Creator-Code wieder eintragen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch auf Insta schreiben. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.